Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Euro Truck Simulator 2. So, wir starten erstmal. Machen wir mal Licht, dass wir auch was sehen. Feststellbremse sollten wir noch lösen, das ist eine Idee. Oh oh. Hoffentlich können wir hier drehen. Anhänger ist noch dran, das ist gut. So, wir müssen hier entlang. Und haben noch 11 Stunden Fahrzeit vor uns. Bei einer Restzeit von 11 Stunden. Oh. Das heißt, wir müssen ein bisschen Gas geben. Wenn wir das Ganze rechtzeitig abliefern wollen. Oh, Entschuldigung, ich hab Fernlicht an. Das heißt dann quasi auch, wir müssen erstmal geradeaus fahren. So. Doch ein wenig schneller fahren als erlaubt. Sonst geht das Ganze ziemlich daneben. Oh, eine Grenze. Okay. Ist ja Nacht, da wird keiner kontrollieren. Fahren wir mal durch. Damit wir das auf jeden Fall... oh, ein Panzer. Hoppla. Jetzt wird das Ganze doch knapper als ich dachte, von der Zeit her. Das war so nicht geplant. Ein Flugzeug. Kampfflugzeug nehme ich mal an. Passend zum Panzer eben. War jetzt jeweils rechts auf der Seite zu sehen, wenn ihr das habt sehen können im oder gesehen habt. Können bestimmt. Hoppla. Ich fahre ein wenig Slalom. Oh, Entschuldigung. Man scheint sich nicht arg gestört zu fühlen, aber man ist auch zu der KI höflich und blendet ab. Gehört sich einfach. Wie spät haben wir denn? 0.42 Uhr, okay. Fernlicht mal wieder aus. Das haben wir ja Mitfahrer auf der Autobahn. Und da gehört es sich ein. Oh, wir dürfen sogar 90 fahren, offiziell. Das ist ja schon mal gut. Da können wir richtig Stoff geben.
ohne Gefahr zu laufen, dass wir ein Knöllchen kriegen. Andererseits müssen wir auch richtig Stoff geben. Weil ja die das Navi auch mit den Geschwindigkeiten rechnet, vermute ich mal. Weniger direkt einstellen kann, dann fahre ich auch ein bisschen weniger Slalom, weil ich meine nur minimale Bewegungen am Lenkrad, was einen recht oh, wir sind innerorts. War das ein Radarschild? Ja, war eins. Frage prompt und kostenpflichtig beantwortet. Ich finde das gut, dass sie hier nachts die Ampeln abschalten. Müssen wir mal gucken. Allzu oft dürfen wir diesen Spaß nicht machen, weil sonst wird der, sonst zahlen wir nachher am Ende noch drauf bei dem Auftrag. Trotz der so und so viel 1000, wobei wir ja noch ein bisschen Abzug kriegen, weil wir schon 1% Schaden am Anhänger haben. Was uns ja entsprechend abgezogen wird. Bin nun mal gespannt, wie viel Abzug wir dafür kriegen. Mal was runter mit der Drehzahl, damit er auch ein bisschen weniger Sprit braucht. Nicht, dass wir noch tanken müssen unterwegs. Wie sind wir denn im Zeitfenster? Restzeit 9 Stunden, nächste Pause in 8 Stunden. Und wir haben eine Fahrzeit von 8,2. Es kann so gerade ausgehen. Also nicht geradeaus, sondern können wir gerade so schaffen. Bisschen wie beim Teekessel-Spiegel. Ich weiß gar nicht, wer das, ob das überhaupt noch heutzutage jemand kennt. Wo zwei Leute quasi den gleichen Begriff, aber mit unterschiedlicher Bedeutung beschreiben, ohne ihn zu nennen. Wie zum Beispiel Mine und Mine, also Kugelschreibermine und Goldmine oder sowas. Stift und Stift, also Bleistift und Azubi wäre eine Möglichkeit. Vorne fahren Autos. Das Kind früher ganz gern mal gespielt. Und diese Mehrdeutigkeit wird ja auch ganz gern mal als für Komik verwendet. Gerne mal Situationskomik oder so. Müssen wir hier irgendwas machen? Außer langsam drüber fahren, offensichtlich nichts. Ist hier Zoll? Das Stopp ignorieren wir mal gekonnt.
durch den Regen leider nicht genau erkennen können, wo wir sind. War etwas verschwommen durch die Regentropfen. Schade eigentlich. Ich kann das nicht mal lesen. Geschweige denn aussprechen. Acht Stunden, drei Minuten zu 7 Stunden, 51. Das ist nicht gut. Da müssen wir aber noch was Zeit gewinnen. Oh, ein Fragezeichen. Wäre interessant aufzudecken, aber keine Zeit. Haben wir so gar keine Zeit für. Oh, Kreisverkehr. Sollten wir vielleicht nicht mit 90 durch. Es könnte schief gehen dann nämlich. Im wahrsten Sinne des Wortes könnte da der LKW in Schieflage geraten. Machen wir mal wieder Licht. Und wir sind natürlich zu schnell. Also die Kombination 11 Stunden Fahrzeit mit 11 Stunden Restzeit und 10 Stunden bis zur nächsten Pause, die ist überhaupt nicht gut. Oh, 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 oh. Ich hoffe, das geht gut. Wenn da mal so eine richtig scharfe Kurve kommt, dann haben wir nämlich ein Problem. Ein ziemlich großes sogar. Ich sollte ein wenig mehr auf die Straßenführung achten. Und vor allen Dingen, wenn ich jetzt schon die Straße ist nicht das, was man den besten Zustand nennt. Hopp, 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 hopp. Ich hoffe, das macht den LKW nicht kaputt. Ah, danke. Zu 7 Stunden. Nein, das ist doch. Jetzt bin ich gerade ganz froh, dass Force Feedback noch nicht funktioniert. Also, ich muss es mal. Ich muss, glaube ich, den Treiber vom Lenkrad mal wirklich neu installieren. Aber bei der Straße bin ich jetzt ganz froh, dass es nicht tut. Oh, da kommt schon die nächste Grenze. Durch wie viele Länder fahren wir denn? Ich hoffe, die haben bessere Straßen. Oh, Eisenbahn. Hopp. Rumänien. Oh nein. Auf dem Ding darf man 70 fahren. Wer hält denn das aus? Ich bin jetzt echt froh, dass das Ganze nur ein Simulator ist und man da nicht echt drin sitzt und die ganze Zeit macht. Das ist ja grausig.
Ich hoffe einfach mal, es kommt keiner. Es kam keiner, sehr gut. Aber ich wollte jetzt nicht groß anhalten und Schwung verlieren. Wir haben nicht die Zeit dazu. 6.11, 6.19. Also da sind wir zumindest schon mal in dem Bereich, wo wir noch ohne Pause durchkommen. Wenn auch mit Gähnen und Gemaule vom Fahrer, aber wir kommen durch. Das ist schon mal viel wert. Das Auto nicht fahren würde, würde ich ja nochmal Fernlicht anmachen, aber wobei, es wird ja so langsam hell. Da kommt ein Industriegebiet und eine Ortschaft. 70 und abbiegen verboten. Und wir haben auch eine Abbiegespur oder Aufbiegespur oder wie auch Auffahrspur, so nennt man das, Einfädelspur, genau. Das war der Begriff, den ich suchte. Wirklich ziemlich konsequent die Geschwindigkeitsbeschränkungen ignorieren. Damit wir auf jeden Fall pünktlich ankommen. Unfall sollten wir natürlich nicht bauen. Das wäre nicht so gut. Und umkippen sollten wir tunlichst auch nicht. Das kann, habe ich schon mehrfach gesehen. Und es wirkt sich ausgesprochen negativ auf die Ladung aus. Wow, wir fahren 99. Ich wusste gar nicht, dass der LKW so schnell fährt. Ah, das war nur wegen bergab, okay. So, die Uhr sagt mir, dass wir das Ende der Folge erreicht haben. Darum sage ich schon mal vielen Dank fürs Zuschauen oder vielen Dank fürs Mitfahren. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei, wenn wir dann, denke ich, unser Ziel erreichen. Schöne Kirche übrigens. Ja, die Kurve machen wir mal gerade noch mit. Frei ist auch morgens um 4, da dürfte nicht allzu viel los sein. Okay, morgens um 5. Ja, in diesem Sinne kann ich nur sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal.